Haben Sie schon mal einen Namen vergessen? Kennen Sie die Situation, dass Ihnen eine Person vorgestellt wird und kurz darauf ist Ihnen der Name wieder entfallen? Als Beispiel befinden wir uns gerade in einer Meeting-Situation. Ihnen werden sich gleich 8 Personen vorstellen und versuchen Sie sich, diese 8 Personen mit den dazugehörigen Namen so gut wie möglich abzuspeichern. Mein Name ist Oliver Rausch. Odysseus Papadopoulos. Philipp Lang. Jürgen von Sittich. Mein Name ist Gudrun Meistersänger. Mein Name ist Hiroshi Daihatsu. Ich bin Mariana Lesonczek. Mein Name ist Birgit Jungwirth. Sie werden sicherlich gemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist, sich den Namen zu einer Person abzuspeichern. Vor allem nicht, wenn diese Personen sich im Raum bewegen. Ich werde Ihnen jetzt eine Technik an die Hand geben, mit der Sie in Zukunft sich einen Namen zu einer Person wesentlich leichter abspeichern können. Dazu benötige ich einen mentalen Briefkasten. Und dieser mentale Briefkasten könnte jetzt ein markantes Merkmal an dieser Person sein. Wenn ich mir ihn zum Beispiel ansehe, dann fällt mir sofort diese Locke in seiner Frisur auf. Wenn ich hier rüber gehe, dann sehe ich zum Beispiel diese dunklen Augenbrauen, die sehr markant sind. Wir werden uns jetzt die 8 Personen abspeichern, indem wir zuallererst 8 Briefkästen an diesen Personen öffnen. Gehen wir doch gleich mal zu dieser Dame hin. Wenn ich sie ansehe, fallen mir sofort ihre strahlend blauen Augen auf. Ihr Briefkasten, strahlend blaue Augen. Wenn ich ihn ansehe, dann kommen mir sofort diese Geheimratsecke in den Sinn. Sein Briefkasten, Geheimratsecke. Gehen wir zum nächsten. Ich sehe mir ihn an und mir fällt sofort wieder diese dunkle Augenbraue auf. Sein Briefkasten, dunkle Augenbraue. Bei ihm nehme ich ebenfalls, wie wir vorhin schon angesprochen haben, seine Locke. Sein Briefkasten ist die Locke. Bei ihr, da fällt mir diese goldene Kette auf. Ihr Briefkasten, goldene Kette. Jetzt gehen wir zur nächsten Gruppe weiter. Und bei ihr, da sehe ich diese langen braunen Haare, die auf ihrer Schulter liegen. Ihr Briefkasten, lange braune Haare. Wenn ich ihn ansehe, da fällt mir sofort der Dreitagesbart auf. Sein Briefkasten, Dreitagesbart. Und bei dieser Dame fällt mir sofort das charmante Dekolleté auf. Thank you.
Wir haben jetzt die markanten Merkmale an diesen Personen gefunden. Jetzt geht es darum, den Vor- und den Nachnamen dazu abzuspeichern. Bei ihm habe ich seine Geheimratsecke genommen. Sein Name ist? Philipp Lang. Philipp ist jetzt für mich kein Bild an sich. Ich muss diesen Namen erstmal in eine Emotion verwandeln. Deswegen habe ich den Philipp in eine Philips-Glühbirne mir ausgedacht. Und diese Philips-Glühbirne drehe ich langsam in seine Geheimratsecke rein. Philipp Lang. Bei ihr hatten wir die strahlenden Augen. Ihr Name ist? Hiroshi Daihatsu. Das ist ein außergewöhnlicher Name, den ich wieder in ein Bild verwandeln muss. Ich sehe ihre Augen als Briefkasten, die sind so granatenscharf wie eine Atombombe. Und diese Atombomben werden abgeworfen auf das Café Dai und seitdem hat Dai halt zu. Hiroshi Daihatsu. Bei ihm hatten wir die dunklen Augenbrauen. Sein Name war? Odysseas Papadopoulos. Odysseas Papadopoulos. Auch kein einfacher Name. Gut, ich nehme seine Augenbrauen und verwandle die einfach in zwei Schiffe von Odysseus, der gerade auf seiner Odyssee unterwegs ist. Und auf dem linken Schiff steht Odysseus und hat vielleicht so eine Ass noch in der Hand. Odysseas. Und auf dem anderen Schiff, da steht sein Papa und der raucht gerade ein bisschen Dope. Und dann bekommt er ein bisschen Lust. Odysseas Papadopoulos. Bei ihm haben wir die Locke gewählt. Sein Name ist? Oliver Rausch. Oliver Rausch. Jetzt muss ich den Oliver wieder in ein Bild verwandeln. Oliver steht bei mir immer für Olivenöl. Er hat deswegen diese prächtigen Locken bekommen, weil er sich jeden Morgen seine Haare mit Olivenöl wäscht. Und dadurch, dass er ein bisschen davon auch trinkt, bekommt er immer einen Olivenrausch. Oliver Rausch. Bei ihr hatten wir als Briefkasten die Kette gewählt. Ihr Name ist? Gudrun Meistersänger. Gudrun Meistersänger. Gudrun ist für mich jetzt ein Marathonläufer. Warum? A good runner. Good run. Und ich sehe diesen Marathonläufer immer um den Hals auf der Kette rumlaufen. Gudrun. Und währenddessen er läuft, singt er meisterlich eine Arie. Gudrun Meistersänger. Bei ihr habe ich die langen braunen Haare genommen. Ihr Name ist? Mariana Lesonczek. Mariana Lesonczek. Ich denke mir, diese Haare sind aus Marihuana-Gras, die stecke ich im Brand und der Rauch beginnt aufzusteigen. Sie atmet den Rauch ein und auf einmal macht sie einen unglaublichen lässigen Soncheck. Mariana Lesonczek. Bei ihnen habe ich den Drei-Tage-Bart genommen. Sein Name ist? Jürgen von Sittich. Jürgen ist bei mir immer würgen. Und in Gedanken versuche ich ihn jetzt an diesem Drei-Tage-Bart zu würgen. Jürgen. Und ich habe ganz übersehen, dass er ein adliger Wellensittich auf dem Bart noch gelandet ist, den ich versehentlich mitgewürgt habe. Jürgen von Sittich. Bei ihr hatten wir das charmante Dekolleté. Ihr Name ist? Birgit Jungwirth. Birgit Jungwirth. Birgit ist bei mir immer die Frau, bei der es ein Bier gibt. Die Birgit. Und ich sehe hier doch die Bar von einem Restaurant. Und hinter dieser Bar steht ein junger Wirt, der ihr das Bier ausschenkt. Birgit Jungwirth.